Servus und hallo, Bernd hier. Und in diesem Video wird es interessant, weil der erste Aussaatversuch bekommt einen weiteren Teil. Und warum, zeige ich euch nach dem Intro. Zunächst einmal zeige ich euch hier die Kulturbedingungen. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen das Thermometer hier stehen und es sind immer ungefähr die gleichen Werte, schwanken zwischen 19,5 bis 21,6 Grad Celsius und auch die Lufttemperatur liegt in aller Regel bei 60%. Das sind die Bedingungen, die die Pflanzen hier für die Aussaat haben. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, warum es ein neues Video beim Aussaatversuch gibt. Wie ihr wisst, war die Yellow Pear-Shaped Tomate die allererste, die innerhalb kürzester Zeit gekeimt ist, womit ich damals auch nicht gerechnet habe. Und jetzt kommt der absolute Kracher. An nichts mehr denkend und hoffend schaue ich heute Morgen in den Topf und entdecke hier einen Sämling bei einer Tomate. Und jetzt kommt der Kracher. Es ist auch die Yellow Pear-Shaped Tomate und zwar die alte Sorte. Bedeutet im Umkehrschluss, auch bei den alten Sorten, die bisher noch nicht gekeimt sind, man sieht das hier, in den Töpfen passiert bisher nichts. Und hier dachte ich jetzt auch, aus dem Winkel, oh, ist auch nichts passiert. Jetzt habe ich auf der anderen Seite gesehen. Hier ist eine Yellow Pear-Shaped. Das heißt, auch bei den alten Sorten ist die Yellow Pear-Shaped Tomate die Tomate, die als erstes gekeimt ist. Gut, hier das Ergebnis, wenn man das jetzt im direkten Vergleich macht. Die neue Sorte gegen die alte Saatgutsorte. Ja, eindeutiger Unterschied. Ne? Hier haben wir wunderschöne Pflanzen, die jetzt schon pikierfähig sind. Und hier ist nur so eine kleine mickrige Pflanze. Wie die sich dann weiterentwickelt, können wir dann in den nächsten Videos betrachten, weil die lasse ich natürlich weiter wachsen und die anderen Pflanzen werde ich dann natürlich auch pikieren. Habe ich ja schon in den Videos gesagt, dass sie dann in die Aussaatkisten wie die Pflanzen hier kommen und dann sehen wir, wie die Pflanzen sich zukünftig weiterentwickeln, ob aus einer, sage ich mal in Anführungsstrichen, schwächlichen Pflanze aus richtig altem Saatgut, über 10 Jahre altem Saatgut, sich noch eine richtig schön kräftige Pflanze im Vergleich zu frischem Saatgut oder Pflanzen aus frischem Saatgut entwickelt. Deswegen, wenn ihr weitere Fragen habt zum Aussaatversuch Numero Uno, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Im nächsten Video geht es um den Aussaatversuch Numero 2. Deswegen bis dahin, Daumen hoch, Kanal abonnieren, bis dann, ciao und weiterempfehlen. Tschüss.